Es gibt heute sehr viel zu entdecken. Der Pilzkorb ist voll. Der Pilzmann ist fröhlich. Also heute eine Pilztour mit den Pilzkindern und mal eine kleine Mischkorbprüfung. Muss ja mal sein, nicht? So langsam sollten sie die Pilze alle erkennen und auch sicher sammeln. Und dann dürfen sie die in meinen Korb legen. Ich gucke natürlich trotzdem drüber. Also ihr seht, richtig bunt, richtig schöne Mischpilze. Tolle und seltene Funde, die sind natürlich nicht im Korb. Und jetzt geht's los. Wir haben was gefunden. Ein großer Pärpilz mit roten Lamellen und keine Bergsteigersocke. Gut. Also, Pilzkinder machen jetzt ein bisschen mit. Ganz klar, einen Riesenstiel. Ihr seht ganz da unten drin eine dicke Knolle. Du hast schon gesagt, keine Bergsteigersocke. Man ahnt hier schon da unten, das sieht schon ein bisschen weich aus. Wahrscheinlich sind die Pilzmaten unterwegs. Der ist ganz frisch und ganz typischerweise immer schnell von unten befallen. Aber wenn man den Stiel ein bisschen abschneidet, kann man oft noch was retten. Und schau mal hier, die Lamellen kann man noch gar nicht sehen. Da ist die Hülle noch geschlossen, die später eine geriefte Manschette ergibt. Und die Lamellen sind weiß natürlich. Aber hier schön zu sehen, die Rottöne im Hut. Wie heißt der Bursche nochmal? Das ist ein Perlpilz. Super. Der Pilzmann schneidet den Pilz jetzt durch und guckt, ob er madig ist. Und das sieht gut aus. Der ist noch ganz frisch und der landet als erster im Korb. Da sind tolle Pilze unter einer Eiche. Sehr gut. Hast du eine Idee, was das ist? Das ist eine Rotkappe. Die wächst unter einer Eiche. Ja, und da gibt es Eichenrotkappen, Laubholzrotkappen. Die sind noch klein. Die wachsen hier wirklich unter Eichen. Das ist ein Eichenbuchenmischwald. Ein bisschen angefuttert. Rote Kappe gut zu sehen. Und hier auch die wunderschöne Zeichnung am Stiel. Und jetzt gucken wir uns mal hier diesen ganz kleinen Burschen noch an. Und das sind natürlich wunderschöne Pilze. Den lassen wir stehen und den auch, denn die sind durchaus selten. Aber was für ein Fund! Ein Königssteinpilz! Wahnsinn, was du findest! Wie sieht denn der aus? Der hat eine pinke Kappe. Genau, wie ein kleiner Mädchenpilz, oder? Und schau mal, ja, wackelt mal ein bisschen. Komm mal hier. Sieht ein bisschen fast aus wie dein Ärmel. Fass den mal an, wie fest er sich an. Hart. Ganz hart. So, jetzt ist gut. Nicht weiter drücken, sonst wird er ganz blau. Das ist der Königsröhrling. Der König im Wald. Ein Königssteinpilz. Und dieses Jahr hat er hier ein Massenauftreten. Also hier in dem Buchenwald gibt es davon Hunderte. Ich guck schon mal. Du guckst schon mal? Dann such. Pilzkind ist auf den Pilzgeschmack gekommen. Aber apropos Geschmack, der ist natürlich ein essbarer Pilz. Aber in Deutschland, geschützt darf nicht gesammelt werden, steht auf der roten Liste der Arten. Seltener, wahnsinnig schöner Pilz. Guckt euch den Bursche an. Neongelber Stiel, neongelbes Futter. Ich filme mal drunter. Gar nicht so einfach, aber hier kann man es ganz gut sehen. Neongelbe Röhren, die auf Druck auch wenig blauend sind. Der Pilz verfärbt sich so ein bisschen blau-schwarz. So, jetzt muss ich mal hier. Also, was für Pilze. Nicht einfach, wenn man ihn nicht mitnehmen kann, ihn zu zeigen. Ein Wahnsinnsfund. Irre. Und wo wächst sowas? Ja, schaut euch einfach mal die Wälder an. Richtig schöne, alte Rotbuchenmischwälder. Und wie heißt denn der Bursche unter einer Buche? Der Buchen... I-Täubling. Spei-Täubling. Und das ist der Name Programm. Wir lassen die Burschen wachsen. Das, kann man das essen? Würdest du das essen? Nein. So ist es. Kein Speisepilz. Das ist eine schöne Koralle. Das ist Programm. Denn das ist die? Es ist die dreifarbige Koralle. Richtig. Oder eben auch schöne Koralle. Also das habt ihr gut erkannt. Und die ist wirklich schön. Riesengroß. Man könnte fast denken, dass man die in seinen Korb packen kann. Da wäre der Korb auch schon voll. Ja,
Was lässt sich dazu sagen, nicht? Also ihr würdet es ganz schnell merken, wenn ihr sowas esst. Es gibt hässliche Magen-Darm-Beschwerden. Der Giftstoff wurde noch nicht identifiziert und sorgt eben für Verdauungsprobleme. Die schöne oder dreifarbige Koralle sollte wie alle Korallenarten, nämlich die Schweinsohrverwandten hier, nicht, da gehört die dazu, die bleiben im Wald. Und ich habe in der Tat schon öfter Sammler gesehen, die die im Korb hatten. Also die dreifarbige Koralle bleibt in diesem schönen Buchen-Kiefern-Mischwald. Das ist eine Totentrompete. Als ich ein Kleinkind war, dachte ich, dass sie giftig ist. Tja, das könnte man auch meinen, oder? Sieht ja ein bisschen gefährlich aus von der Farbe. Aber das ist natürlich ein wunderbar zu erkennender Pilz. Die leisten fast nicht zu sehen. Hier der Kraterrellen, also dem Verwandten, wenn man so will, der Pfifferlinge. Und hier diese dunklen Töne, braunen Töne, manchmal schwarzen Töne. Und da ist wirklich der Wald voll. Sieht man auf den ersten Moment gar nicht so. Auf den zweiten Moment ist aber wirklich überall und massig dieser Pilz gerade da. Also ein toller Wirtspilz, ein toller Speisepilz. Seht ihr das? Ich hoffe, es kommt auf dem Video so halbwegs klar rüber. Also die gibt es hier wirklich eimerweise. Und immer mal eine Handvoll mit ins Essen. Das ist ein grüner Knollenblätterpilz. An der Scheide unten, wie beim Bergsteigersöckchen. Sehr gut. Ist der essbar? Nein! Warum nicht? Weil es ein giftiger Pilz ist. Ist der so ein bisschen giftig? Nein! Ist ganz giftig. Der würde reichen, um euch mit dem kleinen Finger ins Jenseits zu befördern. Ja, da brauchst du nicht viel. Also so ein Pilz in der Mahlzeit, die Sache ist erledigt. Das ist der grüne Knollenblätterpilz. Habt ihr richtig gesehen? Das Bergsteigersöckchen fast hier mustergültig. Man sieht auch die Stielzeichnung schön, die grünen Farben. Und das ist der giftigste Pilz in der Tat Europas, wenn man es realistisch sieht, auch der Welt. Und dieser Bursche hier, der ist auch für 90% aller wirklich gefährlichen Pilzvergiftungen verantwortlich. Und ihr habt es richtig gesehen, der ist auch nicht allein. Also, Augen auf und Vorsicht im Wald. Die Knollenblätterpilze. Ein großer Pilz mit braunem Hut. Ein Steinpilz. Meint ihr? Wollen wir mal gucken. Also Rotfußröhrling ist es nicht, sieht man schon am Hut, an der Oberfläche. Dann käme noch so ein bisschen was anderes in Frage. Der helle Rand deutet auf den Steinpilz der Kiefern- und Fichtenwald auch. Die feste Konsistenz auch. Der Stiel, dick, kann jetzt also noch Steinpilz und Marone sein. Aber ich denke, die Pilzkinder haben das korrekt gesehen. Das ist der Steinpilz. Schaut mal her. Was stimmt nicht für den Steinpilz? Der Pilz hat rotes Futter. Richtig, rote Röhrenmündung und wird blau. Das ist ein Hexenröhrling. Super. Und kann man den essen? Ja. Das ist doch was. Und der ist auch ganz toll. Such doch weitere. Los. Ja. Und ganz ehrlich, steht dem Steinpilz in absolut nichts nach. Abonniert den Kanal und lasst einen Daumen oben. Denn dann seht ihr noch mehr. So tolle Sachen von den Pilzkindern. Das ist eine Marone. Welche von beiden? Zeig mal drauf. Richtig. Und was haben wir da noch? Auf der anderen Seite? Ein Rotfußröhrling. Und warum? Weil er einen roten Stiel hat und die Marone einen braunen Stiel hat. Auffallend richtig. Die Marone ist auch der kräftigere Pilz von beiden. Der hier ist sicher, der ist zwar noch fest und wahrscheinlich auch noch essbar, aber dahinter ist noch einer, an dem zeigen wir es, den können wir dann wenigstens mitnehmen. Gelbes Futter, roter Stiel, Rotfußröhrling, gemeiner Rotfußröhrling, die Marone. Und du hast noch welche angebracht, hier sind furchtbar viele. Ja, hier kann man auch mal sehen, warum ich die nicht mitnehme. Grünes, olivartiges Futter, noch nicht vom Goldschimmel überzogen.
Und der ist aber weich, nicht? Unechte Pilzvergiftung können da einsetzen. Und hier, der wäre noch gerade so grenzwertig. So, die nehmen wir mit, das reicht dann auch. Und die Marone natürlich auch. Das ist ein Keulenpilz. Weißt du welcher? Ein Hirschkeulenpilz. Und da kann man auch mal sehen, wie gewaltig die werden. Die sind so groß wie meine Hand, 10, 15 cm ausgewachsen. Und die werden dann innen so ein bisschen wattig, hohl. Der ist nicht unbedingt giftig, aber er ist bitter. Es ist kein Speisepilz. Das ist die Hirschkeule oder der große Keulenpilz. Und hier in solchen Buchenwäldern überaus häufig. Sonst gar nicht so häufig. Aber das sind doch mal richtige Keulen im Wald. Schaut euch das an. Herrlich. Den kleinen, den lassen wir stehen. Aber die großen, die nehmen wir mit. Ja, also die sind doch schon toll. So, gehen wir mal hin. Zwei nebeneinander. Also die Hexenröhrlinge haben hier einen richtigen Schub. Man kann das hier ganz gut sehen. So. Und du zeigst mal, nimm ihn mal raus, dreh ihn bitte. Drehen, unten anfassen, ganz unten und drehen. Schrauben. Richtig. Nicht so sehr ziehen, um das Myzel möglichst nicht zu sehr zu verletzen. So, hier kann man die roten Röhrenmündungen fast erahnen. Die schauen wir uns trotzdem an, nicht? Ganz klar. Keine Netzzeichnung zu sehen, so sollte das sein. Flocken am Stiel. Rote Röhrenmündung, Karminrot, ganz gut zu erkennen. Und da auch ein, den kannst du auch rausdrehen, bitte. Drehen, bis er ganz locker ist. Richtig drehen, schrauben, 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 rundherum drehen. Genau. Gut, das nächste Mal ein bisschen mehr drehen. So, wunderbar. Die machen wir gleich sauber. War eine Schnecke schon auf dem Weg. So, schau mal her. Die Löcher machen wir wieder zu und ganz viel schrauben, dass wir möglichst viel vom Myzel im Boden belassen können. Zwei wunderschöne, knackige, wie heißen sie? Hexenröhrlinge. Sehr gut. Und wenn man so da hockt, sieht man noch mehr. Schau mal da. Gut getarnt sind die Kameraden. Ja, den schön drehen, 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 richtig rundherum schrauben, 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 noch weiter, weiter, richtig drehen im Kreis. Jawohl, und dann rausnehmen und herbringen. So, und noch einer. Getreu dem Motto, wo zwei sind oder drei, da sind auch noch mehr. Und die wachsen hier interessanterweise in diesem Unterholz. Da kann man wunderbar suchen. Wow, das wird richtig schön blau. Das ist der Semmelstoppelpilz, der hat Stoppeln. Ja, da brauche ich ja gar nichts mehr machen hier fast. Also, schaut euch das an. Von oben könnt ihr bedenken, es ist ein Pfifferling. Man sieht schon an den runzligen Hüten, man kann den gut rausbrechen. Ihr seht, hier bleibt dann zurück. Und da wachsen in der Regel, ihr seht schon daneben, überall kleine nach. Hier kann man jetzt die Stacheln oder auch Stoppeln ganz gut sehen, dieses rotbraunen Semmelstoppelpilzes. Fantastischer Speisepilz und hier im Wald dies Jahr überaus häufig. Und unser Lieblingsspeisepilz, der darf natürlich mit in den Korb. So ist das. Und hier wachsen noch jede Menge mehr. Die Kleinen, die dürfen aber erstmal groß werden. Na, wo ist er denn? Da ist er. Das ist eine Marone. Ein Perlpilz. Das ist ein Edelreizker. Lachsreizker. Und das ist ein Lacktristalling. Rotfußröhrling. Rotfußröhrling. Das ist ein Lila Lacktristalling. Jawohl. Hier, die goldenen. Das ist ein Gold. Goldröhrling. Das nach Knoblauch riechende ist ein Knoblauchröhrling. Schwindling. Das hier, was dann so ein lila Futter bekommt und so ein lila Ton und so stark blaut. Das ist der Hexenröhrling. Und dann hatten wir hier noch so schwarze, die aussehen wie Blumen.
Totentrompeten. Und ich würde mal sagen, das ist doch ein wunderschöner Herbstkorb. Das war eine tolle Pilztour. Ich habe ganz viele Pilze gefunden. Und die sind hier alle im Korb. Und ihr könnt sehen, tolle Mischpilze, eine tolle Herbstmischung, die so richtig Freude macht. Also hier im Wald, im Landkreis Lörrach, es geht so richtig rund. Geht raus, habt Spaß in dem Wald. Bis bald im Wald. Bis bald im Wald.